Willkommen zurück bei Pokémon Platin. Wir stehen vor unserem ersten Arena-Kampf gegen Veidt. Haben uns durch die Arena gelangweilt, weil hier leider sehr viele Kleinsteins vorkommen. Ich habe im letzten Part überlegt, was hätte man denn besser machen können. Ich hätte es zum Beispiel ganz cool gefunden, wenn man das neue Baby-Pokémon Mobei hier gleich eingebaut hätte, weil das ist ja in der vierten Generation entstanden, oder auch ein Nasknet. Das war damals das beste Pokémon von Felicia oder wie sie hieß in der dritten Generation. Da war auch schon die erste Arena eine Gesteinsarena, genauso wie in Kanto. Also das wären zwei Möglichkeiten gewesen. Allzu viel mehr wäre jetzt auch nicht drin gewesen. Klar, ein paar Fossilien wie Ammonitas oder Kabuto, aber ja gut, das kann man halt leider nicht erwarten für eine allererste Arena, ne? Weil das muss ja auch alles für den Spieler möglich sein, weil man muss auch immer ein bisschen an die Noobs denken. Allerdings, so viele Kleinsteins ist dann doch ein bisschen traurig. Naja, genau aus diesem Grund sollte man vielleicht auch keine Gesteinsarena als erstes einbauen. Egal, los geht's. Willkommen! Dies ist die Arena von Erzeling. Ich bin Veidt, der Arenaleiter. Mein ganzer Stolz sind meine Gestein-Pokémon. Dann hast du wohl nicht viel Stolz. Als Arenaleiter erkenne ich dein Potenzial als Trainer an. Aber ich muss mich von der Kraft deiner Pokémon im Kampf überzeugen. Das gilt genauso für mich auch, ja. Ich erwarte nämlich nicht viel. Ich war noch nicht mal im Pokémon-Center. Ah, aber er hat drei Pokémon. Das ist für den ersten Arenaleiter schon mal ganz gut. Auch wenn das erste Mal wieder ein Kleinstein ist. Ja, Jasmin, viel Spaß. Megasauger. Langweilig. Ein Volltreffer war es sogar. Nice. So, jetzt kommen wir bitte mit was Besserem. Aber wahrscheinlich packt er eh nur ein Onix aus. Mehr trauen die sich nicht einzuprogrammieren. Ich denke, ich weiß aber auch schon, welches das stärkste Pokémon ist. Das ist wenigstens mal was Besonderes und auch ein neues. Ja, jetzt kommt erstmal ein Onix. Das lasse ich auch Jasmin machen. Gibt keinen Grund zu wechseln. Aber beim letzten Pokémon schmeiße ich vielleicht Plinfer rein, damit beide Pokémon ein bisschen EP sich hier verdienen können. Das Onix ist nur auf Level 12. Ja gut, was heißt nur? Also von der Levelaufteilung her ist es eigentlich ganz gut gewählt gewesen. Er hat drei Pokémon und das Kleinstein wird, glaube ich, auch schon auf 12. Also somit hat er zwei Pokémon, die auf 12 sind und eins, das wahrscheinlich auf 14 ist. Ja, vom Level her geht's. Und man muss ja auch dazu sagen, er ist besser als Rocco. Weil in Rocco hat er dieselben Pokémon wie er bis jetzt, Kleinstein und Onix. Nur dass er eben jetzt noch einen draufsetzt. Also in dem Vergleich hat er auf jeden Fall gewonnen. Jetzt kommt Nintendogg. Vielleicht hate ich ihn auch ein bisschen zu viel. Aber ich hätte ja auch mehr seine Arena als ihn selbst. Er hat eigentlich wirklich was zu bieten. Genau, Cognodon. Das ist jetzt nicht das schönste Pokémon. Es ist ein neues. Von der vierten Generation. Und es ist gleichzeitig ein Fossil-Pokémon. Stahlgestein, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht. Nee, doch nicht. Das ist... Nein, jetzt fällt es mir ein. Er ist nur Gestein. Quatsch. Was machen wir denn? Angriff senken? Nein, tun wir nicht. Wir greifen direkt an mit Blubber. Aber er senkt meinen Verteidigungswert. Und er hofft sich dadurch, mich vielleicht mit einem Critical Hit zu ownen. Aber ob er dazu noch kommen wird, ist die andere Frage. Der Blubber hat ihn schon fast gekillt. Ein weiterer. Und das war's. Aber der Trank von Veidt gibt ihm nochmal Zeit. Allerdings unnötige Zeit, weil das Ganze wird so weitergehen. Ich setze immer wieder Blubber ein. Jetzt kommt er mir aber mit Kopfnuss. Das zieht einiges ab. Nicht schlecht, mein Freund. Wir sind gleich gelevelt, also hat er mir schon ordentlichen Schaden gemacht. Wir haben ihn nichtsdestotrotz leicht besiegt, aber das liegt einfach daran, dass es halt alles Gesteins-Pokémon sind und die nicht viel drauf haben. Aber ich würde sagen, er ist wirklich nicht schlecht. Nintendogg will Schnabel erlernen. Okay, nehmen wir diese Flugattacke auch mal rein, schmeißen Heuler dafür raus, damit wir ein bisschen Variationen reinkriegen im Moveset, zumindest vorübergehend. Und jetzt hätte ich gerne meinen ersten Orden, danke. Ja, Fazit, besser als Rocco und von daher sollte man auch zufrieden sein. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Felsenhart, du bist stark und ich war schwach. So ist das nun mal. Junge, du kämpfst normalerweise immer gegen Trainer, die noch keinen einzigen Orden haben, weil alle anderen, die zu dir kämen, die würden dich sowas von wegbashen, ja? Du hast nur eine minimale Chance gegen Leute, die keinen Orden haben. Sei bitte realistisch.
nach den Regeln der Pokémon-Liga verleihe ich dir hiermit unseren Orden, als Beweis, dass du mich gekillt hast. Dies ist der offizielle Dies ist der offizielle Kohleorden der Pokémon-Liga. Der Kohleorden erlaubt es den Pokémon, die versteckte Maschine Zertrümmerer auch außerhalb eines Kampfes anzuwenden. Und dies ist auch noch für dich. TM76. Das ist Tarnsteine. Sie fügt den Gegnern Schaden zu, die neu in den Kampf kommen. Eine TM bringt einem Pokémon die enthaltene Attacke sofort bei, aber du kannst sie nur einmal verwenden von Generation 1 bis 4. Überlege dir gut, welches Pokémon die Attacke lernen soll. Ja, Tarnsteine ist für das normale Spiel eigentlich komplett unbrauchbar, online dagegen eine mächtige Waffe. Haben wir ja auch in Pokémon X teilweise genutzt. Okay, dann suche ich schnell das Pokémon Center auf und werde mich dann gleich auf den Weg machen. Mein Rivale ist ja leider nicht mehr da. Wo ist denn das Pokécenter, Alter? Hier. Vielleicht treffen wir ihn aber noch irgendwo. So weit kann er ja nicht weg sein. Ja, wir haben immer noch nachts. Heute ist sogar Nikolaustag. Und ich nasche nebenbei meine Nikolaus-Schokolade. Ich mag aber nur eine. Und das ist die von Kinderschokolade. Dieser Kinderschokoladen-Weihnachtsmann, der ist so geil, Alter. Wir sind jetzt auf Route 207. Übrigens im Erzelingentor, in der Erzelingenmine, da habe ich glaube ich gar nicht gesagt, welche Pokémon da vorkommen. Das mache ich jetzt schnell. Und zwar sind das Zubat zu 50%, Kleinstein 50% und zu 5% kann man auch ein Onix treffen. Also nothing special, mit anderen Worten. Welche Pokémon auf dieser Route hier vorkommen, das klären wir auch bald. Ich dachte eigentlich, da wäre ein Item, aber... Nicht. Auch hier gibt es einen Kleinstein. Die sind immer noch nur auf Level 5. Wie lächerlich. Da ist was. Ein Pokéball. Na, was habt ihr zu Nikolaus bekommen? Normalerweise kriegt man da ja nur Süßwaren. Aber es gibt tatsächlich Familien, die geben da schon richtige Geschenke raus. Ich finde das einfach, ja, wie soll ich sagen, unnötig. Also, erstens sollte man Kinder nie zu krass verwöhnen. Und zweitens, es gibt doch Weihnachten. 20 Tage später, nicht mal. Also warum schon so früh irgendwas raushauen? Gut, wenn es das lämste Geschenk ist, dann hat man es schon mal abgearbeitet, sag ich jetzt mal als Elternteil. Meistens so Kleidungsstück oder so, was kein Mensch will. Als Kind natürlich. Da freut man sich eher auf irgendein Spiel oder so. So war es zumindest bei mir. Was bist du für einer? Das Gefälle ist zu rutschig. Du brauchst ein Fahrrad, um es zu bezwingen. Du hast kein Fahrrad? Lappen. In Ewigenau gibt es ein Fahrradgeschäft. Moment mal. Will der mir sagen, ich komme hier nicht weiter? What the heck? Es geht doch hier weiter, oder nicht? Jetzt habe ich gerade überhaupt keine Ahnung. Muss ich zurück nach Dingsbums? Nach Jubelstadt und dann nach Norden? Das kann nicht sein. Oder haben wir das Fahrrad schon? Ich weiß es nicht. Ich spiele so selten. Ich muss mal schauen. Nö. Ewig genau waren wir auch noch nicht. Ja, Epic Fail, Alter. Dann gehe ich zurück nach Jubelstadt. Oh, crap. Hier ist Thomas. Bumm! Ups, Obi. Du hast schon einen Orden? Übel. Ewig genau ist der nächste Ort, der eine Arena hat. Habe ich recht? Ich bin zur Route 207 gegangen. Das heißt, nicht wirklich gegangen. Ohne ein Fahrrad kommst du da nicht hin. Aber dort habe ich zusammen mit meinem Team viele Kämpfe ausgetragen. Gegen 5 Kleinsteins, ja? Oh, wir sind so krass stark geworden. Hat sich entgelohnt. Nun... Gehe ich zurück nach Jubelstadt. Als nächstes steht der Orden von Ewigenau auf meiner Liste. In 10 Sekunden sprint ich los. 9. Ach, was laber ich hier? Los. Lappen. Aber gut. Zumindest hat er mir bestätigt, dass ich wirklich abhauen muss. Und hier erstmal nicht weiterkomme. Habe ich dem Viech hier... Nein, habe ich nicht. Ich muss dem Arbeiter noch schnell... habe ich den Arbeiter genannt? Ist ja geil. Er trägt einen Ewigstein. Schön für ihn. Aber ich will ihm mal schnell jetzt der Zertrümmerer beibringen. Das haben wir doch schon, oder? Genau.
Das können wir jetzt auch außerhalb eines Kampfes einsetzen und uns cool fühlen damit, was wir definitiv auch tun werden. So, weil da in der Höhle, bei dem ewigen Autor, da gibt es doch auch einen Weg nach oben und der wird blockiert durch zertrümmerer Steine. Oh Leute, sagt es mir bitte, dass ich vermaledeiten Schutz habe, weil das kann es nicht sein. Aber man konnte den bisher noch nicht kaufen, oder? Kacke! Ich brauche Schutz. Keine Sorge, bald werden wir ihn haben. Welche Pokémon gibt es eigentlich hier im Erzlingentor? Das habe ich euch bestimmt auch noch nicht gesagt. Weil ich so gepennt habe zuletzt. Aber es wird auch wieder nothing special sein. Ich glaube, das Enton war schon das Allergeilste, was man hier irgendwie bekommen kann. Ich will jetzt auf jeden Fall wissen, was da oben noch ist. Don't you? Ich rufe nebenbei die Seite auf von dem Erzlingentor, deswegen dauert das gerade hier so lange. Da geht sogar nach unten. Vielleicht gibt es da eine TM oder so. Das würde sich doch lohnen. Aber hier sind echt viele Steine. Ich glaube, ich sollte echt erstmal Schutz holen, weil das kann es nicht sein. Ja, ich habe keinen Bock, ich hole Schutz. So. Aber das hat mich fast meine ganze Kohle gekostet. Scheiße, ich brauche mal mehr Trainerkämpfe. Ich brauche Geld. Viel Geld. Da vorne scheint jemand zu sein. Mit dem legen wir uns an. Ein Fahrradfahrer. Was trainieren die denn für Pokémon eigentlich? Ist das random? Siehst du diese kleinen Erhebungen auf dem Boden? Über die musst du mal schnell mit dem Rad fahren. Ein irres Gefühl. Oh, ich habe das Gefühl, hier kommen wir auch ohne Fahrrad erstmal nicht weiter. Ah, verdammte Kacke. Okay, dann merken wir uns diesen Ort mal und kommen später zurück. Aber ich sehe schon, ja. Es wird nix. Gut. Dann tschüss. Obwohl, das Item hier könnte ich mir noch schnell krallen. Ist jetzt nicht die Welt, ne? Aber auf dem DS war das alles so ein bisschen scheiße mit der Grafik, weil man sieht eigentlich, dass man hier durch kann, aber es geht halt doch irgendwie nicht. Das hätten sie vielleicht grafisch ein bisschen deutlicher machen sollen. Aber es war damals so. Ach! Immerhin, man findet hier schon TM70 Blitz. Das wird uns auf jeden Fall helfen. Damit können wir dunkle Höhlen erhellen. Und leider wird man in dem Spiel noch nicht gefragt, ob man einen weiteren Schutz einsetzen möchte. Auch diese Idee hatten die Entwickler allen Ernstes erst in der 5. Generation. Ja, dass das denen nicht schon viel früher eingefallen ist, checke ich jetzt zwar nicht, aber ist so, hier müssen wir das immer manuell auswählen. Raus hier, yeah! Gut, dann sind wir gleich zurück in Jubelstadt und gehen nach Norden. Das ist eigentlich voll unnötig, oder? Dass die Region hier am Anfang so aufgebaut ist. Aber kann man nichts machen, das ist Fakt und hey, da ist Lebel! Du nennst ja gar kein Adressbuch dein eigen. Wie bizarr! Dabei gibt es im Keller des Pokémon-Centers doch eins umsonst. Es gibt in diesem Jubelstadt hier offenbar keine dunklen Gestalten. Meine Nachforschungen werden mich nun an andere Orte bringen. Aber, liebes befreundetes Wesen, halte die Augen offen. Komische Subjekte können jederzeit auftauchen. Man muss gewappnet sein. Ja, der gute Lebel ist in Platin übrigens erfunden worden. Und zuletzt haben wir in Pokémon X mit ihm zu tun gehabt. Und weil er gerade was von seltsamen Personen sagt, da vorne sind welche. Unbekannter? Was muss ich da hören? Professor Eibe, Ihnen bleibt keine Wahl. Jetzt rücken Sie schon mit Ihren Forschungsergebnissen raus. Für Lau, versteht sich. Für Ihr Fehlverhalten müsste sonst leider diese Person hier gerade stehen. Und das will doch keiner, oder? Oh, Domi. Wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dem Pokédex? Das ist so geil, er wird von irgendwelchen Assis bedroht und fragt mich, wie es um den Pokédex besteht. Hallo? Oh, was sehe ich denn da? Den Orden der Arena von Erzlingen. Aber hatte ich dir dein erstes Pokémon nicht gerade erst gegeben? Das Leben als Trainer scheint wie für dich gemacht zu sein. Professor aller Pokémon, machen Sie es uns doch nicht so schwer! Es geht hier ums Geschäft, verstehen Sie das nicht? Unsere Arbeit, sonst nichts. Was ich damit sagen will, gehen Sie auf unsere Forderungen ein.
Ruhe alle miteinander. Wieso muss ich mich nur mit euch abgeben? Zunächst solltet ihr euch einmal einige Lektionen für die Zukunft aneignen. Erstens, man lungert nicht einfach so an öffentlichen Plätzen herum. Zweitens, unterbrecht andere nicht mitten im Gespräch. Drittens, wenn etwas nicht nach Plan läuft, wird man nicht gleich frech. Viertens, nur weil ihr in einer Gruppe seid, seid ihr nicht die Stärkeren. Und fünftens, was habt ihr dann nur für absurde Anzüge an? Geschmacklos. Und sechstens, sucht ihr einen ordentlichen Job. Herrje, und sowas nennt sich Erwachsene. Lol. Kinder, wachst bloß nicht zu solchen peinlichen Exemplaren heran. Geiler Diss. Yeah, natürlich mussten sie unter die Gürtellinie gehen. Jetzt wurde aus einer geschäftlichen Angelegenheit eine persönliche. Wir fühlen uns gezwungen, unsere Kompetenz unter Beweis zu stellen. Sie werden es noch bereuen, Team Galactic beleidigt zu haben. Kinder, bitte bringt diesen Rohlingen etwas Anstand bei. Domi, lass uns zusammen kämpfen. Ja, kein Problem. Unser erster Kampf gegen Team Galactic Asis. Zusammen mit der Süßen hier. Und sie setzen bizarre, giftige Pokémon ein. Skunkapu und Charmian. Wobei Charmian ist natürlich kein Gift-Pokémon, aber es ist einfach wickelhaft. Wobei es zumindest noch süß ist. Also ich mag ja Katze. Nur eventuell sollte die vielleicht ein bisschen mehr essen. Vor allem im Halsbereich könnte es nicht schaden, ein bisschen was zuzulegen. Außer sie will Model werden, dann verstehe ich das natürlich. Jedoch ist dann ein Job bei Team Galactic eher dämlich. Aber ich denke, die Pokémon machen das sowieso gegen ihren Willen. Sie werden gezwungen von den Asozialen. Jasmin erreicht Level 15. Das freut mich. Wir können noch weiter kämpfen, oder? Oder soll ich wechseln? Weil eigentlich wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ich mach's mal. Nintendo, du kommst rein. Cool. Oh oh, Kreideschrei senkt die Verteidigung stark. Also bei der nächsten physischen Attacke könnte ich dann schon ordentlich eingeheizt bekommen. Aber Panflammen macht das super. Zieht ihm nicht nur viel Leben ab, sondern verbrennt ihn auch noch. Und dadurch ist sein physischer Angriff am Arsch. Los, Blubber und weg mit dem Vieh. Greift zwar noch physisch an, aber wir haben nicht mehr so viel zu befürchten. Kratzfurie trifft ohnehin nur zweimal. In dem Fall. Kann bis zu fünfmal treffen. Mit Blubber haben wir es geregelt. Ich glaube, Blubber trifft sogar beide Pokémon. Aber da der andere schon tot war, ging es halt voll auf das Grundkapu. Ach, ihr dummen Kiddies, ey. Scheiße. Rüpel 1. Uns bleibt nichts anderes übrig. Fürs Erste ziehen wir uns zurück. Dies tun wir nur, weil Team Galactic allen wohlgesonnen ist. Aha. Kam jetzt aber nicht so rüber. So eine Bande. Team Galactic haben sie sich genannt, richtig? Wenn Pokémon sich entwickeln, wird eine bestimmte Energie freigesetzt. Ich denke aber, diese mystische Kraft liegt weit außerhalb unserer Kontrolle. Team Galactic interessiert sich für das Potenzial, das jener Kraft innewohnt. Es möchte es gern als Energiequelle für irgendetwas einsetzen. Tommy, wusstest du, dass auch der Professor die Entwicklung von Pokémon studiert? Er sagt, dass 90% aller Pokémon auf die eine oder andere Weise mit Entwicklung zu tun haben. Wahrscheinlich wollten die Leute deshalb Professor Eibes Forschungsergebnisse gewaltsam entwenden. Die Gefahr ist gebannt. Entspannt euch. Dank euch konnte die Situation entschärft werden. Vielen Dank. Übrigens hat mich deine Kampfeskunst sehr beeindruckt, Domi. Ich muss dir ein Lob aussprechen. Außerdem bringt es mich auf eine Idee. Wieso sammelst du nicht alle Orden, die es in Sinnoh Arenen zu holen gibt? Hatte ich eh vor. Dabei triffst du ohne Zweifel auf eine Unmenge an Pokémon. So füllen sich auch die Seiten deines Pokédex immer weiter. Es wäre also für dich ein Abenteuer und für meine Forschung eine Hilfe. Natürlich ist dir das freigestellt. Das erste Pokémon und den Pokédex hast du von mir erhalten. Es ist nun allein deine Entscheidung, was du mit beidem anstellst. Ja, das Pokémon trainiere ich, den Pokédex benutze ich zum Hintern abwischen. War das klasse, Mann. Wirklich sehr gut, exzellent, Alter. Oh, entschuldige, ich bin von Jubelstadt TV. Ich habe hier etwas für dich. Eine Belohnung dafür, dass ich mir diesen Wahnsinnskampf ansehen durfte.
Ein Modekoffer! Geil! Not. In diesem Modekoffer findest du, naja, Müll. Starte dein Pokémon mit Müll aus und sieh dir an, wie seine Ausstrahlung steigt. Der Fernsehsender stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung, sodass Besucher dort ihre Pokémon ausstatten können. Man kann außerdem tolle Preise gewinnen. Besuch unseren Sender einfach mal. Ja, tolles Werbegeschenk, aber mit diesen Schönheitswettbewerben habe ich nichts am Hut, die werde ich auch im Let's Play wohl nicht zeigen. Das ist halt so eine dämliche Erfindung, die dann in der vierten Generation dazu kam. Davor gab es ja die Pokémon-Wettbewerbe, die hatten zumindest noch Stil, aber alles, was danach kam mit Pokémon-Schönheitswettbewerb und Pokémon-Army, was gab es eigentlich in der fünften Generation? Gab es da irgendwas? Ich kann mich da nichts erinnern. Obwohl, da gab es, glaube ich, auch noch diesen Schönheitsquatsch, oder? Ja, irgendwas war da noch. Ich kann mich so ganz leise dran erinnern. Aber vor allem war doch da dieses Filmstudio. Ja, vergessen wir das einfach. Wir sind in Sinnoh und nicht in den anderen Regionen. Jetzt reisen wir weiter gen Norden und werden bald die kleine Stadt Flori erreichen. Dort ist zwar keine Arena, aber sie ist schön. Hätte mein Pokémon eine Beere gehabt, hätte ich vielleicht gewonnen. Oh, es lag natürlich nur an der Beere, die nicht da war, dass du so schlecht bist. Im Inneren der Höhle wird der Weg durch Felsen blockiert. Und ich habe das alles schon mal gelesen, also warum mache ich es nochmal? Jetzt ergibt das alles Sinn, denn nun haben wir Zertrümmerer, aber das Item habe ich nicht geholt. Warum denn das? Hier liegt ein Trank. Dort rechts kommen wir wieder aus der Höhle raus, aber irgendwas muss doch auch auf der linken Seite sein. Oder etwa nicht? Wir schauen nach. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier besondere Pokémon gibt. Ich glaube eher nicht, weil die Höhle ist ja klitzeklein. Aber andererseits gab es hier nicht... Hier gab es doch irgendwas Geiles. Die TM ist schon mal nicht schlecht. Ich werde darüber nachdenken, ob ich sie jemandem beibringe. Wir sind jetzt hier so schnell dran vorbei, weil da draußen ist ja die Höhle schon wieder vorbei. Ich glaube, ich werde im nächsten Part mal kurz vorlesen, was man da fangen kann. Wie hießen die denn überhaupt? Verwüsteter Pfad. Frag mich nicht, du. Keine Ahnung. Ziehst du verschiedene Arten von Pokémon auf? Wenn du nur Pokémon eines Typs besitzt, wird es irgendwann schwer für dich, gegen Pokémon, die gegenüber diesem Typ im Vorteil sind, zu bestehen. Ja klar, ich bin doch keine Flasche. Ich ziehe gerade 2 auf und es kommen noch 4 weitere dazu. Aber welche? Das weiß keiner. Ich auch noch nicht hundertprozentig. Aber ich denke schon, dass wir uns ein ganz cooles Team zusammenstellen werden. Dumm nur, dass diese Frau hier gerade eben an Pflanzen-Pokémon einwechselt. Denn Pflanze gegen Pflanze, ja, kann unter Umständen lang dauern. Schnell, Stachelspore. Supi. Paralysiert ist er. Jetzt weiß ich allerdings echt nicht, was ich machen soll, weil Pflanze gegen Pflanze ist dämlich, aber wenn ich jetzt Wasser-Pokémon einsetze, dann, ja, bin ich im Typ Nachteil. Also, leider habe ich auch keine neutrale Attacke für Jasmin. Was würde denn Megasauger abziehen? Schauen wir doch einfach mal. Komm schon, streng dich an. Zieh viel ab. Eieiei. Ich fürchte, ich muss es trainieren muss ich es auch. Aber ich muss es auswechseln. Das hat so keinen Sinn. Komm, geh zu deiner Mama. Nintendo, komm rein. Ach ja, stimmt. Der kann ja jetzt Schnabel. Richtig. Wenn er nicht angreift, dann können wir ihn mit Schnabel ownen. Das ist sehr effektiv. Ich muss es probieren. Yeah! Down. Und er hat anscheinend kein Giftdorn. Und wenn doch, dann hat es keine Wirkung gezeigt. Mein Knospi hat auf jeden Fall Giftdorn. Ein Kikui! Haben wir auch noch nicht gesehen, dieses Pokémon. Ich finde ihn eigentlich ganz süß. Ich weiß aber nicht, was er darstellen soll. Eine Beere oder ein Samen? Eher ein Samen, oder? Oder, nee, eine Kirsche könnte es auch sein. Ich muss echt sagen, ich weiß es nicht. Aber er ist süß. Er lacht auch so schön. Nur das Kleinere hinten dran, das sieht so ein bisschen totgeschlagen aus. Besiegt. Die arme Aroma-Lady. Gibt es eigentlich Aroma-Ladies noch in der 5. und 6. Gen? Ich kann mich echt nicht dran erinnern, dass es die da irgendwo gab.
Vielleicht sind sie ja ausgestorben mit Platin. Wäre schade, aber kann sein. Und hier ist gleich der nächste Trottel. Der wird Käfer-Pokémon trainieren. Das sieht man ihm schon an. Da sind wir schon wieder nicht im Vorteil. Außer halt mit dem Schnabel. Allerdings kämpfe ich lieber gegen Käfer als gegen Pflanze mit meinem Wasser-Pokémon. Also direkt wieder wechseln zu Nintendo. Und die Viecher aufspießen. Wurmple ist ein Lappen. Aber der hat kein so schreckliches Design. Also, ich finde den nicht so schlimm. Das ist auch ein Pokémon der dritten Gen, ne? Den gibt es ja schon etwas länger. Oh, er hat überlebt. Der hat dann zwei Entwicklungsstufen. Einmal Shaloko und einmal, wie heißt der andere? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird er dann zu zwei verschiedenen Schmetterlingen. Pudox und Papinella. Ich glaube, Pudox ist stärker, aber hässlicher. Also, wenn jemand die Viecher nutzt, dann eigentlich nur Pudox. Weil er kann auch geile Psychoattacken, Gift und so, wenn ich mich richtig erinnere. Mein Bruder hat mal eins trainiert. Hat es zwar letztendlich bereut, aber eine Zeit lang war der gar nicht schlecht. Ach ja. Gute alte Zeit. Zirpurze, ebenfalls ein Pokémon der vierten Gen. Ja. Ein Eulenkäfer irgendwie, ne? Der ist auch in Ordnung, finde ich. Aber sieht auch ein bisschen aus wie der Nikolaus. Das passt voll gut zu dem heutigen Tag. Ich weiß, wenn ihr das Video seht, ist es schon längst nicht mehr Nikolaus, aber für mich passt es gut. Da. Was? Oh! Völlig unerwartet. Entwicklung. Zu. Plipprin. Scheiß Name. Er sieht jetzt zwar nicht mehr ganz so geil aus wie seine erste Form, aber immer noch im Rahmen. Ich finde, er hat echt ein gutes Design. Und dass ich ein Fan von dem Pokémon bin, das wisst ihr ja. Jetzt kommt er mir auch noch mit Metallklaue. Richtig geil. Kriegen wir noch was Neues ins Moveset rein, schmeißen Nassmacher raus und dann hat er jetzt schon ein richtig tolles Moveset für Level 16. Geil. Düdlüdü. Knospi wird bestimmt auch nicht mehr lange dauern, dann entwickelt er sich. Wir sind kurz davor, Flori zu erreichen, aber das wird erst im nächsten Part geschehen. Hier liegt übrigens TM09 Kugelsaat herum. Das wäre vielleicht noch was für Knospi, aber andererseits auch nicht. Oh scheiße, jetzt hat mich die erwischt. Ja, besiegen wir dann im nächsten Part. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und wieder einschalten bei Pokémon Platin. Tschüss.